Ich bin sicher, Drago hat sämtliche Eindringlinge vernichtet. Und die magische Kugel, ist sie in Sicherheit? Ich weiß es nicht. Was? Wie kannst du das nicht wissen? Da hat er erstmal seine Tochter ein bisschen gegrillt. Versuch es und ich werde dich töten. Auch wenn du 100-mal meine Tochter bist. Findet die Eindringlinge und wenn sie tot sind, schafft mir ihre Leichen her, wenn ihr mir die magische Kugel bringt. Ihr wagt es, mich anzustarren? Ja, den hat's gleich erstmal zerrissen. Ja, geht da relativ harsch mit seinen Leuten um. Was ganz cool ist, oder beziehungsweise auch nicht, keine Ahnung. Das müsst ihr entscheiden. Votet. Mir auch egal. Und ja, seine Tochter ist wohl ein bisschen angepisst dann auch gegen ihn, ne? Wäre ich ja auch ein bisschen, muss ich ja zugeben. Oh, die Grafikspacks sind ein bisschen weg. Schön. So, naja, mal gucken, vielleicht gibt's sich's ja ganz. War das eine Keule oder eine. Oh. Oh, ich glaube. Das sieht so aus, als wenn ich hier. Wir wollen ihn hauen. Die haben den gehauen. Ich weiß, dass gleich ein Endboss kommt, deswegen. Jeden Moment müsste das soweit sein. Naja, egal. Was habe ich denn noch ausgerüstet? Nüscht oder was? Ja, nüscht. Wieso habe ich nüscht ausgerüstet? Voll behindert. So. Ja, ich fühlt sich ziemlich scheiße mit den Grafikspacks. Ich hoffe, dass jetzt gleich ein Schreiber kommt, damit ich mal kurze Pause machen kann. Hier. Hau ihn. Okay. Hau ihn mal. Hau ihn, komm. Boah. Immer drauf auf die Nuss. Sammeln wir mal ein, was hier rumliegt. Streitkolben. Genial. Wechseln. Streitkolben. Jetzt habe ich auch einen. Geil. 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 Das habe ich gar nicht richtig gesehen, wegen dem. Wegen den Grafikspackos. Das ist echt. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass ihr das nicht so sehen müsst. Wenn ja, wie gesagt, das bis zum nächsten Schreiber, dann höre ich wieder auf mit dem Kram. Und dann hört das auf. Jetzt als nächstes, gehen wir den Raum hier runter. Natürlich. Ah, ein Schreiber, wunderbar. Und der ist in grün bei mir. Ich bin der Schreiber. Link. Speichern. Und. Speichern. Und Enter. Und ja. Bis gleich, Leute. Tschüss. What a relief! Die Grafik ist wieder da. Ja, ich habe auch jetzt nicht geguckt, ob die Aufnahme gut geworden ist, aber das werdet ihr mittlerweile ja schon wissen. deswegen brauche ich das ja auch nicht weiter thematisieren. Ich lade es auf jeden Fall hoch. Ich kann das jetzt nicht wegschmeißen. Es sind auch ein paar Minuten nur, also sollte das nicht so schlimm sein. Und da ist unser lieber, netter Endboss, dem wir jetzt gepflegt auf die Nüsse geben müssen. So, und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir nehmen den Erdmagiezauber. Und sagen ihm erstmal, dass er mal schön draufhauen soll. Und gib ihm erstmal richtig schön ein. Oh, pass mal auf, das letzte. Der kann anscheinend das gut ab. Boom, boom. Okay. Das kann er ja total ab. Was soll denn das? Oh, Herr. Dat, oh, der hat, macht er ja Schaden ohne Ende. Der macht ja Schaden. Lauf, Junge, lauf. Lauf, mein Freund! Das war ganz knapp. Das war ganz, ganz knapp. Wollt ihr euch nicht mal wehren, Jungs? Alter Meister. Macht der einen Schaden? Macht der einen Schaden? Alter Scheiße. Macht der übrigens Blitz? Hier, hau mir mal einen Blitz rein. Der ist Magie total unempfindlich. Kriegst du mal so eine Keule. Und. Oh nein! Hier. Und hau ihn mal ein. Ein über. Alter, macht der Schaden. Scheiße, macht der Schaden. Der Junge. Macht der Schaden. Macht der Schaden, Alter. Ja, haust du mal vielleicht ab, während ich dich heilen will? Oh, ich kann nicht heilen. Und tot. Jo. Lass mal schön sein, den Scheiß. Ich werde jetzt erstmal einen Falken reindrücken.
Okay, aber er ist fast tot. Er ist fast tot. Komm, komm, komm. Ach Gott. Falsches Ding. Falke. Definitiv Falke. So, das sollte ihm den letzten Rest gegeben haben. Meine Fresse, macht der Schaden, der Junge. Ich bin überrascht, dass die magische Kugel noch da ist, wo Silver sich in der Kloake doch ganz wie zu Hause fühlen müsste. Alter, Max. Gut. Ha. Das war knapp. Und wir haben einen Säurezauber. Schön. Ich bin der Du bist ein Scheiß. So, was Schönes. Speichern wir mal was Schönes. Ist auch immer gut. Oh, was ein Drecksboss. Was ein dreckiger Drecksboss. Ja, und der erinnert mich an Secret of Evermore. Da gab's ja auch so einen Rattenkönig. Ja gut, der Gegner war jetzt ganz anders. Aber so von Ideen her, so eine große Riesenratte halt, ne? Ja, jetzt kommen wir hier raus und das sieht aus, wie ihr seht, wie da, wo wir das Silber geholt haben, oder? Also ich finde total, dass es aussieht wie beim Silber. Und jetzt gucken wir erstmal, ob das stimmt auch. Ja. Hier ist der Kerl noch. Verkauft er mir jetzt wieder was? Nö. Der trällert nur durch die Gegend und ist arm jetzt, weil er kein Silber mehr verkaufen kann. Er kann kein Silber verkaufen, Leute. Kein Silber. Hallo? Wieso sollte man kein Silber nicht verkaufen können? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Nee, du machst mal was anderes. Du nimmst mal jetzt wieder eine Waffe. Okay. Wobei, wir brauchen eigentlich ein bisschen Magie, dass der mal aufgelevelt wird. Ach, komm jetzt. Nimm mal wieder Erde. Die ist wohl angeblich sehr billig beim Einzelzaubern. Hm. Ja, genau, die Tür war zu. Ne? Ne, Quatsch, hier waren wir schon mal. Jetzt müsste man ja irgendwie woanders hinkommen noch. Ja, genau, jetzt kommen wir hier nämlich woanders raus. Voll seltsam. Vorher sind wir nämlich hier zu dem anderen rausgekommen. Also, wäre ich der Meinung zumindest. Ich verstehe das nämlich nicht, wieso ich hier dann plötzlich hinkomme, wo ich vorher nicht hingekommen bin. Schön. Was ist das denn hier? Ein Schild. Ein verzierter Schild. Ja, ich nehme die Schilde gar nicht so wirklich, ne? Ich werde mir jetzt ein Schild ausrüsten. Machen wir das doch mal. Ah, Gegner, ich kann nicht mehr zurück. Ich will jetzt mal verstehen, wie stehen wir, das hier funktioniert. So, genau. Ja, genau. Feuer den mal tot. Okay. Okay, und fucker Vams. Ist er weg, das Schwein. Das hat sie total zerrissen. So. So. Und umdrehen. Alter, was ist das denn für einer? Den muss ich aber jetzt... Oh. Hallo? Was? Oh, jetzt geht's ab hier. Jetzt zieht er mich runter. Komm, hierher. Jack, hierher. Komm her. Die Axtwerfer, die sehen aus, als wenn sie ein bisschen was abkönnen. Komm vorbei hier. Geh vorbei irgendwie. Ich will die töten. Komm her. Und jetzt. Ja, und Falcon! Der eine hat's gerissen, glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. Der andere lebt noch. Viel Schaden machen sie eigentlich gar nicht, die Jungs. Jetzt finden wir mal wieder Möhren. Oh, Kacke, warum zieht denn das jetzt den Rechner so runter schon wieder? Oh, ist das nervig. So. Und schlag ihn mal ins Gesicht. Einfach nur. Einfach mal schlagen. Genau. Und den schlägst du auch mal hier. Den schlägst du auch mal. Einfach mal ins Gesicht. So. Alle ausrüsten. Alle auswählen, meine ich. Alles einsammeln, was geht. Eine Möhre. Naja. Jetzt gehst du nochmal hier raus. Ich will nämlich mal wissen, wie hier die... Ja, jetzt geht's wieder schnell alles. Teilweise unbegreifbar. Hier sind wir doch vorhin auch lang gegangen. Nur da sind wir doch zu dem anderen Ding gekommen, oder nicht? Wäre ich absolut sicher. Das verstehe ich einfach nicht. Ne? Das verstehe ich einfach nicht. Das ergibt gar keinen Sinn. Hier bin ich doch auch reingegangen damals. Aber ich werde das jetzt einfach mal testen. Ich muss das einfach mal verstehen. Ich habe das nämlich damals schon nicht verstanden. Das ergibt nämlich alles keinen Sinn. Ich das nicht kapiere. Und jetzt gehe ich einfach mal zum Turm von Thaddäus. Das ist da, wo wir gestartet sind mit dem U-Boot. Mit der verfluchten Dublone, die wir zahlen mussten, um da hinzukommen. Ja. Und Tatze ist hier. Ich sehe jetzt aber mal Tatze. Ja, hier steht eine Truhe rum. Was ist denn das?
Die habe ich gar nicht gesehen gehabt. Da haben wir einen Feuerbogen noch drinne. Scheiße. Ist ja krass. Der Feuerbogen funktioniert mit Feuerpfeilen. Ich glaube, da gibt es extra Pfeile für. Oder? Oder ist der magisch? Nee, gibt es extra Pfeile für. Ja, naja. Halt auch blöd, weil die sind auch wieder sau selten. Und jetzt hauen wir hier wieder ab. Und kommen hier raus. Tatsächlich. Bei den Kasernen. Ist ja krass. Sind wir hier damals auch durchgegangen? Da war der Raum noch nicht da, oder? Ah, da sind wir ja auch. Ah, da sind wir auch mit dem Boot gefahren. Also irgendwie hat er den Weg gealtert. Geändert, einfach mal. Bloß, wo kommen wir denn jetzt weiter hier? Da gibt ja alles gar keinen Sinn jetzt hier. Was mache ich denn jetzt? Hier war Thaddäus Turm. Hiermit können wir dann wieder rüberfahren. Müssen wir aber nicht. Waren wir schon? Wir haben tatsächlich einen Weg hingebastelt. Irgendwie ist das alles ein bisschen komisch. So, aber wo kommen wir jetzt hier weg? Ah, hier oben. Da geht's noch rein. Ich glaube, die haben einfach diesen Raum hinzugefügt dann. Dass man plötzlich da lang kann. Ist schon irgendwie alles ein bisschen seltsam. Und zu dem Typen mit der Fähre kommt man gar nicht mehr hin. Aber, nee, Moment mal. Ist das jetzt schon Kaserne? Weil wenn ich in der Kaserne bin, dann kann ich auf jeden Fall das Ding mal ansetzen hier. Nö. Ist falsch. Okay. Dann wieder weg. Okay. Hier sind Köpfe und ganze Statuen, die im... Ja, die eingegraben sind. Und ich gehe mal davon aus, dass gleich noch Gegner kommen. Nö. Cool. Aha. Hier ist die Kaserne. Schön. Dann wollen wir doch erstmal die Leute, die hier rumlaufen und uns versuchen zu hauen, einen ins Gesicht geben. Okay. Jetzt müsste ich eigentlich mal rausfinden. Was ist das? Also die Waffen kriege ich definitiv nicht. Kann ich mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass ich die Waffen hätte. So viele Waffen kann es auch gar nicht mehr geben. Ja. So, was ist eigentlich die Schlagart von dem hier? Wenn ich dem so einen auf die Mütze gebe, 50, okay. Ach, ich sehe überhaupt nicht durch, es sind viel zu viele Leute. Ja, sammeln wir mal noch die Möhre ein wahrscheinlich, ja, genau. Heilen können wir uns später. Machen wir erstmal den Typen dran. Platt, okay. Den brauchten wir gar nicht großartig was machen. Und du machst jetzt mal Heilung wieder, damit wir mal wieder alle geheilt sind. Und dich selber brauchen wir auch nochmal. Okay, mein Freund. Und dann nimmst du wieder die hier. Und wieder so. Und los.